super an. Die Bands von morgen befinden sich heute beim Wiener Donaukanal treiben. Super Wetter, super Stimmung, eine Menge Leute sind schon hier. Ja, wir freuen uns heute besonders, Anka Picoy interviewen zu dürfen und auch ihr Konzert hier anzuschauen. Wir hauen uns jetzt mal in die Menge und auch wir wünschen euch viel Spaß. Ganz genau so ist es. Ciao. Hey, und wenn jemand eine Platte kaufen will, ja, bin ich auch dabei. Wir stehen jetzt hier nach dem Konzert von Anka Picoy. Wie geil war das? Das war sehr geil. Das war sehr geil. Du, es war einfach, glaube ich, einmal so mega geil. Also unglaublich toll war das Konzert. Also ich habe sowas Tolles eigentlich noch nie gesehen. Wie hat dir das Konzert gefallen? Es war super. Ich bin ein bisschen später gekommen, aber ich habe mich sofort angepasst an das ganze Treiben da am Donaukanal. Und war wirklich schön. Super Stimmung. Unglaublich gut. Sie ist halt sehr, sehr tanzbar. Ich finde es einfach immer cool, wenn wer auf der Bühne voll abgeht. Und das macht sie und dann ist sie ein bisschen motiviert mitzumachen. Hatten ganz früher in der Donaukanal treiben ist top. Also wir stehen jetzt hier nach einem großartigen Konzert mit Anka Picoy und ich hätte von dir gern gewusst, wie geil war das bitte? Ja, war extrem geil. Es war eine super, super Show. Ein Mörderpublikum, das Wetter ist super genial. Donaukanal, es sind einfach so viele Leute. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Meine Jungs waren gut drauf, ich war gut drauf. Es war wirklich eine feine Show. Es hat total Spaß gemacht. Sehr schön, das freut mich. Mit solchen Sätzen wie du bringst uns die 80er zurück, wenn du damit konfrontiert wirst, fühlst du dich dann eher oder mit dir und deiner Kunstfigur etwas missverstanden oder findest du das dann doch ziemlich leihend? Das ist mir ehrlich gesagt eigentlich ziemlich egal. Also ich mag natürlich die Ästhetik, es passiert halt einfach, ich sitze mir in den Studio und denke mir, okay, ich mache jetzt einen coolen 80-Sound oder denke mir, jetzt zieh mir jetzt so an, ich mag Kostüme, die einfach so ausschauen, ich mag gerne ein bisschen eckig ausschauen, ich trage Schulterpolster, weil sie mir einfach von der Ästhetik gefallen, ich mag diese Kostüme, ich ziehe sie nicht an, weil sie mir in die 80er erinnern, wenn ich irgendwie einen Sound mache und eher irgendwelche Klänge und das sind die, keine Ahnung, er ist aus den 90ern nicht angekommen, es ist mir wurscht, oder er ist gerade vor 2 Jahren produziert und ist mir auch wurscht, und wenn der, das ist also von 1962 ist mir auch wurscht. Die Leute fühlen sich einfach daran erinnert, weil es wahrscheinlich eher Ästhetik ist oder ein Klang ist, der mir selber taugt und das passiert dann. Aber ich habe kein Problem, wenn die Leute das dann einfach sagen. Ich selber forciere es nicht, aber ich kann mich ja nicht sperren dagegen, das verstehe ich schon. Ich habe einfach voll Musik aus den 80er Jahren gehört. Ich stelle mich nicht da als 80s Band, aber wenn die Leute das schreiben, ist mir das wurscht. In 2 Jahren schreiben sie wieder irgendwas anderes. Wirklich, das ist ohne Scheiße, in 2 Jahren schreiben sie wieder ganz was anderes. Das ist mir total egal. Ehrlich. Alles klar. Wie viel Kunstfigur und wie viel privat steckt in Anka Picoy? Ah, da sind die Grenzen schon ein bisschen, sind ein bisschen fließend, das Ganze. Also, ich meine, ich renne jetzt privat nicht ganz so umeinander wie jetzt gerade, aber ich bin kein Mensch, der irgendwie so voll auf Norm. Ich stehe jetzt auf Norm quasi. Ich mag schon Exzentrik gern und ich mag arge Menschen gern. Ich mag Leute gern, die Sachen, da, keine Ahnung, wie sie kleiden, wie sie wollen und Sachen sagen, wie sie denken und wie sie wollen. Ich mag Leute, die einfach irgendwie sie nicht so viel denken dabei, wenn sie irgendwas machen. Ich mag Exzentrik gerne und ich mag Rock'n'Roll gerne. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen drüber ist. Das taugt mir natürlich und das ist bei mir im privaten Leben natürlich auch so. Wenn ich feiern gehe, dann feiere ich so, dass danach nichts mehr wächst irgendwo, das ist eh klar. Also wenn ich mal irgendwo hingehe, dann kehren sie mir mit dem Besen raus am Schluss. Aber das, ganz oder gar das, nicht, das ist so beim Job so und privat auch so. Also ich mag mich gar nicht spüren, aber ich bin ja jemand, ich bin kein Mensch, der Yoga machen kann. Wenn ich irgendwie mich entspannen möchte, dann muss ich nur mehr machen quasi. Also dann muss ich Gewichte eben gehen oder mir einen Schädel in die Wand haben oder so. Also ich bin ein sehr, 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 sehr energetischer Mensch und ich brauche sehr viel Energie und sehr viel, ja, ich muss mich sehr spüren und ich spüre mich erst sehr spät. Das merkt man sich bei mir allgemein, ja. Ich spüre mich erst spät. Was steht für 2017 noch auf deiner To-Do-List? Ja, Gigs, so spielen so viel wie gerade. Ich möchte nur auf der Bühne stehen, ich möchte den ganzen Sommer nur auf der Bühne stehen. Ich möchte nur Musik machen, das ist das Allerliebste, was ich mache. Ich glaube, das ist alles das, was ich am besten bin und was ich am meisten spiele und ich mag es unglaublich gerne. Also, ich mag nur noch Gigs spielen, ich mag nur auf der Bühne stehen. Und meine Songs spuren und ein gutes Gefühl haben, wenn ich sehe, dass Leute unten stehen und grinsen oder lachen oder warnen oder irgendwas. Wenn ich irgendwelche Emotionen bei irgendwem hervorrufen und
sei es nur bei mir, aber ich mag irgendwas gespielen. Ja. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Interview. Es war mir eine Freude. Geiles Konzert. Ebenfalls. Dankeschön. Ich liebe euch, Mädels. Sehr gut. Wir dich auch. Glaubst du, hat dir Ann-Kathi Kois schwer mit ihrer Musik als Frau in einer männerdominierten Musikbranche Fuß zu fassen? Nein, überhaupt nicht. Wieso? Weil sie so eine gute Künstlerin ist, dass sie sich einfach damit auch durchsetzt. Ich glaube, dass sie so eine geile Braut ist mit so einer unendlichen Energie, dass sie es kann einfach.